Er schreibt Folgendes. Biden ist erledigt. Darauf können Sie wetten. Zu viele prominente Demokraten haben angedeutet, er sei hirngeschädigt. Die können das nicht zurücknehmen. Sie müssen ihn absetzen. Und das werden sie auch tun. Die einzige Frage ist, wann? Wenn sie klug sind, werden sie es sofort tun. Wenn Kamala, also Kamala Harris, die Kandidatin sein wird, könnte sie auch gleich Präsidentin sein. Also er sagt quasi, ein Biden sollte sofort zurücktreten, Kamala Harris sollte sofort ins Amt gehen, weil es ja gar nicht mehr rechtfertigbar ist, dass Biden überhaupt jetzt noch für einen weiteren Tag Präsident ist, weil er nichts mehr checkt. Bleibt noch die Frage Trumps und seiner Verurteilung am 11. Juli. Bidens Zusammenbruch macht diesen Moment zu einem viel gefährlicheren, als er es ohnehin schon war. Zu diesem Zeitpunkt ist Trump nicht nur der republikanische Kandidat, sondern praktisch der voraussichtliche Präsident. Wenn man ihn ins Gefängnis steckt, sollte es besser für ein sehr schweres Verbrechen sein, von dem alle einig sind, dass er es begangen hat. Andernfalls riskiert man, das System vollständig und für immer zu zerstören. Wir sind in echter Gefahr, die Demokraten müssen sich zurückziehen.